Ein herzliches Willkommen zurück. Bildselektierung. YouTube Project. 6 Stunden haben wir schon reingesteckt. Fast 7. Was geht so schnell rum, die Zeit, also in dem Game? Man sagt, oh, wir das machen und das machen und das machen. Oh, Stunde wieder rum. So, zuletzt lief ein Angriff, der ist jetzt durch das Ausloggen und wieder Einloggen, glaube ich, so gut wie weg. Ah, jetzt muss ich das wieder aufbauen. Okay, ich habe schon wieder vergessen, was man zuletzt... Oh, fertig, ne? Intermediate Mining Upgrades. Was da dann drin ist. Oh, da ist der Ausmelder. Den brauchen wir. Dann machen wir das. Dann müsste auch fast alles da sein, glaube ich. Ein bisschen Tin brauchen wir. Ich glaube, wenn ich hier noch so ein Ding draufsetze, haben wir extra Speicherplatz für die Tinplatten. Ich muss nicht immer die aus den Maschinen rausnehmen. Natürlich nice. Wo waren die Platten da? Gut, ah ja, Auto-Upgrade, Dings der Bums. Keine Viecher, wollt ihr nicht mehr da rein? Alter mans a charge station. Können wir eine bauen? Ich hätte gerne eine Charging Station. Ach, die können wir eben bauen. Na, da. Ah. Deine Arter setzen dir eine, da kannst du dich chargen. Willst du nicht? Geh da hin. Hey, 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 hey. Weiter nicht. Kate, Soft Reason. Wir haben immer noch Hard Reason. Your tools. War das Safe Craft das letzte? I was able to enter map view. You toggle this to let you control the camera to view all your pace. Oh yeah. Ja. Wir K drücken und dann U. Kommen wir eine so eine freie Kamera. Na, da kann man rauszoomen. Das ist halt auch ganz cool, ne? Da ist das eine Ding, was wir entdeckt haben da hinten. Jetzt sieht man hier die 0 Meter Dings.
Genau, wir wollten das hier weiterbauen. Hier sagt uns, da ist ein Loch, das müssen wir noch zumachen. Full out of power. 5 Minuten, was? Oh, oh. Oh. Hier. In 5 Minuten, hey, wir haben doch eben hier reingeguckt, da kam doch noch Kohle an. Da ist noch einiges drin, aber okay. Da ist dieses Ding hier. Ja, da ist auch noch Zeug drin. Ah. Nur out of power. Da ist. Warum schießt es da nicht so hin? Haben wir das aus Versehen weggebaut? Was ist weggemacht? Dadurch ist natürlich auch hier das Ding ausgefallen. Weil der hat ja keine. Aber nicht so schlimm hier. Das sammelt sich dann da halt. Quadrat. Quadrat. Teamplates, so das Ding. Eine 90 konnte ich reinknallen. Dann hat es schon ordentlich produziert, würde ich sagen. Ach, schon wieder durch. Okay. Meine Upgrade hier, das bringt uns Fusion Drill Motor, Geological Surveyor, BFL 9000. Ich dachte, das wäre schon ein altes Item. Naja. Was schaltet denn da? Das zu. Na, das können wir uns, glaube ich, leisten. Ach, wir müssen eh alles erforschen. 21 und da haben wir noch einiges drin. Ziehen wir hier vorne, ja. Ja. Da, aber. Hey. Achso, da gehen nur zwei rein. Ja,
more paste. Genau, dann können wir hinten mal weiterbauen. Jetzt meckert das Ding nämlich rum, weil wir einen Rum-Controller drin haben. Spackt es rum und sagt, oh, ja, da weißt du, was. Mega da irgendwie. Leg ich fest. So. Hallo. Okay. Is considered cheating. Jetzt ist. Nee. Nicht wenn man festhängt. Gut, ich hätte es vielleicht abbauen können einfach, aber. Deswegen teleportiere ich mich ja normalerweise auch nicht. Aber Bugs müssen bekämpft werden. Nicht als Wand. Wieder mehr. Mega, da. Wahrscheinlich hätte es hier ausgereicht fast. Das muss das weiter entfernt sein. Oh Mann. Das ist vollkommen bewusst. Airlock needs to match pair with a gap of 3 meters in front or behind. The airlocks without a room controller owner will just open if you go near it. This door confers no performance benefit. The matching pair of a gap of 3 meters. 1, 2. Ja. Noch eins weiter raus. Ein Meter Cap, naja. Okay.
Jetzt merke ich es nicht mehr. Oh ja. Na, jetzt haben wir hier nämlich nur die ganze äußere Welt nicht gerendert. Keine Filter, nichts. Im Raum. Lab finished advanced logistics. Mission report preparing. Ja, der kommt bald. Ach, das geht hier so. Okay, muss man nicht noch eins tiefer gehen hier für den Eingang, aber eigentlich will ich's. Okay. Okay. Keine Infestierung. Research. Sehr schön. Oh, wieder kein. Eine Paste. Sollen wir den Raum später größer machen, wenn wir Bock drauf haben. Das ist gerade nicht das Ziel. Ah, da hinten. Oh, hier liegt einiges. Aha. Auch nur alles, was wir schon haben, ne? Verteidigung funktioniert erstmal. Soweit. Once Room Building. Da noch schönes. Naja, Room Cooler, Room Heater, Room Vaporator. Was ist das? Oh, wait, okay. Base Scanner. The Base Scanner is here to look at many different aspects of the current and past performance of your base place in a room that gives you an unfiltered view of all of the base data. This is generally not very useful, however. Placing a storage hopper on to cooler area will allow you to F. Yeah, rules are straightforward. If you want to see something, put something related in the storage hopper. Ah, yeah. Any filter out total base bias ist dieses Generierding. Interessant. Medic Bay, nice. Schön, Health Boost. Zoning Red. We spawn back at the same location. This location is also used as a default spawn location for new players on the multiplayer servers. Ah. Nice. Das ist natürlich ganz schick. Hier gibt es auch einen Guide übrigens, ne, wenn man nicht weiß, was. Construction Pace, na das. Das kriegen wir hin. Nur 73 und so.
Crafting. Crafting. Noch einen Golden Witcher brauchen wir nicht. Den nehmen und das Team noch hier rüberleiten. Ein Turntable. Crafting. Natürlich den einen Turntable weggemacht. Ne? Das würde ich nicht. Das sind die Slimes hier, aber da Kohle hin. Was machen die da? Slime da drumrum. Was der Hell? Werden die irgendwie davon angelockt oder so? So, jetzt kommt der Kohle auch noch hier rüber. Und dahin geht was anderes. So, jetzt dürfte unser Base Rating natürlich ein ganzes Stück nach oben gehen. Da, an dem, was wir jetzt nochmal an Energie durchknallen. Ah, noch nicht. Das macht es dann wahrscheinlich erst nach der Wave. Ach, hier kamen die. So, Nano. Braucht man dafür. Achso, TNK 2 brauchen. Hat man aber schon erforscht. Deswegen habe ich es auch gebaut. Ne, nur erforscht. Ja. Ah, genau, da braucht man die Power Booster. Die haben wir ja irgendwo. Ja, hier. Einer drin. Ach, das ist wieder so ein Käse, wo da nur einer reinwandert. Boah, dumm, aber. Eins. Drei, vier, fünf. Wie kann man jetzt? Ausreichend. Crafting. Nur die MK1-Dinger brauchen wir nicht mehr so viel. Lustig, wenn man hier in der Luft baut. Der Ausgang oder so. Oh, da kommen keine Drähte an. Alala. Ja.
ein Ding eigentlich sowas einfach auf die Hand drücken. So ein MK-Ding. E oder so. Einfach drauflegen auf das. Ja. Ja, gut. Weg. Geht's da rein und dann. Ich halte hier MK2 Dinge. Oh, ich stehe da. Und da. Consumables. Zweier. Bei Maschinen also ist gar nicht so viel dafür, dass das Ding so mächtig ist. Braucht ein Upgrade-Modul. Ah. Interessant. Crafting. Das habe ich jetzt nicht erwartet, aber okay. Ja, da müsste ich hier noch hinschaffen dann. Naja, ganz so viele wollte ich da jetzt nicht reinklopfen. Zehner. Bin jetzt glücklich? Nee. Power braucht es noch. Das auf die andere Seite tun. Okay, eins ist scheinbar schon reingegangen. Crafting, crafting. Ja, okay, wir brauchen es gar nicht. Nee. Okay. Das geht ohne. Oder? Ja. Nee. Ah, okay, das war dafür, für das Gerät, nicht für. Ach schon, hätte sich ja ganz schön geändert dann, als das, was ich in Erinnerung habe. Ja, so, das. Das Ding könnte so eine andere Linse vertragen, ja. Wunderbar. Durch diese ganze MK1 Power bis zum Inventar. Geil. Wollen wir mal so einen Nano-Desintegrator, den kann man so hinsetzen. Use with extreme care, use with extreme care. Ja, wenn man das irgendwo hinsetzt, bei Sachen, die man behalten möchte, dann. So günstig. Wollte. Letzte Mal. Anders. Die. Habe ich weit unten. Boah, guckt euch das an. Ich da hingetroffen habe. Falsch. Oh, was ist das?
Das ist irgendwas, was wir noch nicht kennen. Mal weg, du Klozeug. Ah, das ist. Oh. Weil aus der Richtung kamen nämlich diese Teile. Genau. Und die haben das hier veranstaltet, weil die hier durch den Berg wollten oder irgendwas. Da macht die so ein Explosionszeug. Zeug. Ich glaube, das ist das Soft-Resin. Viel mehr davon brauchen, aber wir nehmen es einfach mal mit. Gut zu wissen, dass es hier ist. Wir nehmen einfach noch ein bisschen mehr mit. Nur so ein Power Booster. 100 Power drin, oder wie? Okay. Wir sagen, dass... Und ich glaube, damit haben sie sich durch die Wand hinten irgendwo durchgeknallt, diese Viecher. Weil einfach der Berg im Weg ist, sondern schicken diese Sprengdinger. Genau, das war Soft-Resin. Organic Rock is plentiful there. Aha. Resin-Handling. Oh, das kann ich jetzt forschen. Das ist schön. Genau, das ist... Ja. So, wir haben uns... Der Ende ist noch nicht fertig. Ich dachte, dass das durch ist. Geh halt. Was macht ein Face da drin? So. Hey, was nie so ein Krach? Geht so nicht? 53, 65. Wir brauchen unsere Basis jetzt schon hier. Wir sind über 1000. Der Angriff in 2 Minuten. Oh. Drei von den Dingern mit. Mal unterwegs ein bisschen Energie dabei. Und achso, ich wollte hier bei 3 von diesen Teilen. Crafting. Ja, Arthur, geh mal chargen. Arthur sehe ich, George, das ist echt viel Power, kann ja der Arthur mitnehmen. Das ist schön, dass der so viel. Kann ich eigentlich upgraden, dass der auch noch ein bisschen hier. Battery Core, Charge Lithium Cells. Wäre sehr geil. So, hier. Genau, 4 ins U, ja, nice. Die Produktion läuft nebenbei.
Eins davon. Ein Solarpanel, hat der schon eins? Müssen wir mal gucken. Nee, oder nicht. Wo ist denn das jetzt gelandet hier? Sind? Da, der Power Core. Und jetzt kann er nämlich. Sweet Heater, Toxic Filter offline, Radiation Protection offline, okay. Make Rain, so läuft. Dann kann sich der nämlich auch nochmal aufwerten. Ich weiß gar nicht, was da stand, wie viel mehr das dann kann. 8 Mal! Achso, und dann das Upgrade Pack. Gut. Braucht das Upgrade Pack braucht weniger. Weniger Platz im Inventar. So, hier das Upgrade Pack. Ist eigentlich sinnlos in Anführungsstrichen, aber wir haben eh genug Platz. So, jetzt kann der Arthur theoretisch 8 Mal mehr Energie fressen, als er vorher hatte. Power Hub hat überhaupt keine Energie mehr. Der Arthur hat alles aufgefüttert. Wir verbrauchen mehr Energie, als der Hub bereitstellen kann. Das ist natürlich geil. Gut. Research durch. Nee. So, wir wollten mal, oder ich wollte mal in die Richtung aufbrechen. Dann bestimmt gleich wieder Angriff in unsere Basis reinkommt. Der Kristall, der hier ruft. Nicht das blaue da hinten. Da ist der Kristall. Na, den holen wir mal. Der ist ja richtig dicht über der Oberfläche. Sein. Er könnte sogar hier in so einem Netzwerk sein, was irgendwie offen ist. Warum haben wir hier so viel Licht? Es kommt hier Licht von oben. Oh, da ist noch so ein Rock. Ein Organic-Ding. Da ist nichts getroppt. Da unten. Gesundheit. Ja. Boah, hier irgendwo. Oh, wo ist jetzt das Loch, durch das wir kamen? Oh, nö. Oh, wir sind kurz vorm Sterben. Das ist etwas zu hart. Umgehüpft. Irgendein Loch. Ja, da. Da ist die Basis in die Richtung. Ich weiß gerne, was das Blaue da ist, aber das wird wahrscheinlich der Overmind sein. Sehen, ob da unten irgendwo diese Dinger sind, die ich unter der Erde, die ich eigentlich haben will. Da unten sind, da sind sie. Ich sehe es auch ohne K, okay. Overlay ist immer so ein bisschen.
Ja, das werden wir wahrscheinlich nicht durchhalten. Bestimmt jetzt die Fetteren. Naja, passiert. Dann hol sie dir. Achso, okay. Ja, da müssen wir mal ausmachen. Die Kleine ist wach geworden. Da muss ich mich drum kümmern. Aber jetzt haben wir noch schnell die Teile ein. Ein Zeichen, in welche Richtung meine Basis ist oder was da unten. Die grüne. Ja, das halte ich nämlich in solchen Höhlensystemen immer. Das ist gar nicht gelb gewesen. Auf der Karte. Oh, die schreien nämlich auch ganz schön. Und da oben ist noch einer und hier unten der letzte. Basis überlebt scheinbar. So, wir machen alles. Bis zum nächsten Mal. Teil wieder ein, Weichstein.